Heute wird Macht dadurch stabilisiert, dass die Bevölkerung von oben zu einem Kampf gegen X aufgerufen wird. Sie alle stehen in einem permanenten Kampf gegen X. Spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache, sie sind diesem Kampf ergeben und lassen nicht nach, darin X zu bekämpfen. Was ist X? Nun, das ändert sich natürlich mit der Zeit. X war der Kampf gegen den Terror. Wir alle sind verpflichtet, den Kampf gegen den Terror zu führen. Und dazu muss man auch, wie Cheney sagte, die zivilisatorischen Samthandschuhe mal ausziehen. Da gehört eben auch mal ein bisschen Folter zu, weil es ja für ein hehres Ziel ist. Kampf gegen Disinformation und Feindpropaganda ist ganz aktuell. Kampf gegen Fake News, auch ganz aktuell. Kampf gegen Hate Speech, Kampf gegen Rechtspopulismus, Kampf gegen X. Das Interessante ist daran, dass eigentlich nie so richtig klar ist, wo fängt denn dieses X an und wo endet das? Wo fängt der Terrorismus an und wo endet er und wie unterscheidet sich unser Terrorismus vom Terrorismus der anderen? Das heißt, all diese X'e, die Sie hier haben, sind eigentlich nur ausdrücklich mit dem Ziel einer systematischen Angsterzeugung in der Bevölkerung geschaffen worden. Die dienen dazu, abzulenken von anderen Dingen, die in der Öffentlichkeit Empörung auslösen könnten. Die gigantische soziale Ungleichheit, die herrscht, sagt man, das ist jetzt wirklich eine nachrangige Sorge. Wir müssen erstmal den Kampf gegen X, gegen Fake News, gegen Desinformation führen. Und dann kann man auch noch mal gucken, wie war das mit Ungleichheit. Das sind alles nachgeordnete Dinge. Dann natürlich der Durchsetzung politischer Entscheidungen, die demokratisch nicht durchsetzbar wären. Fast alle Steuersenkungen und fast alle Dinge, die in der Wirtschaftspolitik, die Bankenrettung für Milliarden, wäre in der Bevölkerung nicht demokratisch durchsetzbar gewesen. Also braucht man zur Ablenkung einen Kampf gegen X, mit dem man die Bevölkerung ablenken kann. Insbesondere auch eine Ablenkung von der gigantischen Umverteilung, die in den letzten 50 Jahren, die Zahlen kennen Sie wahrscheinlich alle, die gigantische Umverteilung von unten nach oben der letzten 50, 60 Jahre, Militarisierung, Sicherheitsindustrie und so weiter.